Ich möchte euch heute das FAT ein bisschen näher bringen. Das gibt einmal die Möglichkeit, raumzeitliche Daten zu visualisieren und hat eben dementsprechend einen großen Use Case auch für in der Biodiversität und als Produktivsystem uns hoffentlich zukünftiger Service fürs NFT for Biodiversity. Ja, sollte das ja ganz schön sein. Und das stelle ich euch jetzt mal vor. Zuerst zu mir. Ich bin Henry Dümpelmann, 26 Jahre alt. Wie Judith schon gesagt hat, studiere ich physische Geografie im Master an der Philipps-Universität Marburg. Und ich arbeite nebenbei als studentische Hilfskraft in der Arbeitsgruppe Datenbanksysteme von Professor Bernhard Seeger, wo wir das FAT auch entwickeln. Kommen wir einmal zum FAT. Klären wir doch direkt die erste Frage. Was ist FAT? FAT ist eine Abkürzung und steht für Visualisierung, Analyse und Transformation. Es hat nichts mit unserem Steuersystem zu tun. Das FAT basiert auf der GeoEngine. Das ist eine Ausgründung, ein Startup, welches sich unsere Arbeitsgruppe entwickelt hat. Und diese GeoEngine ist eben die Grundlage für das FAT. Das FAT wird aber von unserer Arbeitsgruppe betreut und weiterentwickelt. Und so erhofft man sich natürlich, dass man so ein bisschen Joint Venture-mäßig sowohl in der Biodiversität Anwendungen entwickelt, welche im Business Case auch Sinn machen, aber sowohl auch im Business Case Anwendungen entwickelt, welche dann in der Biodiversität wiederum Sinn machen. Ursprünglich wurde das FAT entwickelt unter GF Bio und es soll oder ist aber auch schon als Service in NFT for Biodiversity übernommen worden und ist da eng verwurzelt mit dem Research Data Commons und bietet dort eben einen Service an. Und genau, es gibt mittlerweile auch schon Kooperation innerhalb von NFT for Biodiversity für Daten und Use Cases. Und in Planung sind auch weitere Use Cases mit anderen Konsortien wie NFTI for Earth und angedacht sind auch FairAgro da auch mal anzuklopfen und zu fragen. Ja, wir haben hier ein tolles Tool. Genau. Das Wichtigste in Kürze zum FAT, also die wichtigsten Eigenschaften sind, es baut grundlegend auf raumzeitlichen Daten auf. Das heißt, die Verarbeitung und die Arbeit mit den Daten ist von Grunde auf gegeben. Alle Operatoren basieren auf Workflows mit einer eindeutigen ID. Diese ID dokumentiert den Workflow und wird auch im Backend registriert, sodass er austauschbar wird, sowohl zwischen Menschen als auch zwischen dem Frontend und dem Python-Package. Auch das zeige ich einmal gleich kurz in meiner Demo. Und wir haben auch viele kuratierte Datenquellen, unter anderem die GFBio-Daten sind eingebunden, die GBIF-Daten sind eingebunden. Wir arbeiten gerade an der Einbindung von Datenprodukten vom BFN und auch vom IOR, die Landschaftsklassifikation. Und die Entwicklung erfolgt anforderungsgetrieben. Das heißt, wir entwickeln meistens, wenn ich mir irgendein Use Case ausgedacht habe oder jemand auf uns zukommt und sagt, wir haben hier einen tollen Use Case, können wir das nicht mit dem FAT umsetzen? Und ich bräuchte aber noch dies und das dafür. Dann ist das meistens für uns das Zeichen, ach, in die Richtung soll es weitergehen mit der Entwicklung. Dementsprechend freue ich mich natürlich später auch über Feedback. Kurz zu dem Beispiel, worum es heute gehen soll. Das ist das Einführungsbeispiel, Einführung ins FAT. Dabei geht es um die Verschneidung von raumzeitlichen GBIF-Beobachtungsdaten der Libellenart Aeschna affinis. Das steht für, ist die südliche Mosaikjungfer, die auch in Deutschland zu finden ist. Und wir verschneiden sie mit raumzeitlichen Schälzer-Temperaturdaten, um einmal zu zeigen, was man mit dem FAT Tolles machen kann. Dabei zeige ich euch vor allem die Arbeit mit raumzeitlichen Daten, das intuitive Arbeiten mit dem FAT, mit dem Raster-Vektor-Join-Operator. Und das ganze Beispiel ist auch im FAT-Docs zu finden. Und da könnt ihr euch das im Nachhinein auch nochmal angucken. Auch dort haben wir ein Video bereits produziert und eine Klickanleitung. Und wir haben auch ein Jupyter Notebook, also praktisch für alle etwas dabei, um mit dem FAT durchzustarten. Genau. Dann würde ich jetzt mal in den Browser wechseln und mit der Demo starten. Dafür muss ich mir mal kurz Platz schaffen. wo tut mir das am besten hin hier? Ja, ich glaube, wenn ich hier so mache, kann man klar. So. Erstmal, das FAT ist erreichbar unter fat.gfbio.org. Das kann man also starten. Und es ist ein Produktivsystem, das heißt, jeder kann es die ganze Zeit benutzen. Es ist gehostet auf dem Denbi-Cluster und steht allen zur freien Verfügung. Genau, wenn wir werden hier von der interaktiven Kartenoberfläche begrüßt, da kann man natürlich rumscrollen, zoomen und drag to move.
Und wir haben auch verschiedene andere Benutzeroberflächen. Also wir haben hier oben das Layer-Menü. Dort lassen sich Layer arrangieren und auch die Symbolik ändern. Wir haben einmal die Schnittstelle zur GFBio. Dort kann man in der GFBio-Suche dann ja, zum Beispiel Boreal Forest suchen und dann die Datensätze raussuchen, die das FAT-Label beinhalten. Die kann man in den Basket tun und dann im FAT visualisieren. Bedauerlicherweise funktioniert die Schnittstelle gerade nicht. Das ist der Vorführeffekt. Aber wir sind da in der Klärung mit GFBio und hoffen, dass das bald wieder möglich sein wird, diese Datensätze dann auch im FAT zu visualisieren. Genau, gehen wir erst einmal wieder zurück. Wir haben hier außerdem weitere Kontrollelemente, indem man zum Beispiel die Zoomstufe auch hier anpassen kann und nicht nur durch Scrollen. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, durch Zeitreihen hindurch zu navigieren. Wir haben das Login-Menü, also das Account-Menü, wo man sich mit dem GFBio-Account anmelden kann. Das ermöglicht einem dann das Hochladen von privaten Datensätzen und das ist dann auch an den Account gebunden. Das heißt, es wird nichts veröffentlicht und außerdem kann man Workspaces kreieren und Projekte anlegen und so weiter. Wir haben hier den Datenprovider, also das Data-Menü, das Datenauswahl-Menü. Dort haben wir den Datakatalog. Das sind verschiedene Quellen, die wir kuratiert haben. Wir haben einmal den persönlichen Datenkatalog. Hier sind User-Uploads und Workflows zu finden, aber auch eine Liste aller Datensätze, die verfügbar sind. Dort finden sich auch einige experimentellere Datensätze, wie zum Beispiel die BFN-Daten und die UR-Daten, welche wir noch nicht einsortiert haben. Dann gibt es hier den GBIF Data Provider. Dort kann man gleich drin suchen, das zeige ich euch. Und die GFBio-ABCD-Datensätze. Dabei handelt es sich aber um Collections und nicht um Einzelbelege der einzelnen Arten. Das erhoffen wir uns, dass, wenn wir das mit der GFBio-Suche wieder gefixt haben, dass man dann auch Einzelbelege sich räumlich angucken kann. Genau. Es gibt außerdem die Möglichkeit, Daten hochzuladen, Features zu malen und auch Workflows per ID hinzuzufügen. Auch das zeige ich später. Im Operatormenü haben wir verschiedene Operatoren, sowohl Mixed-Operatoren, welche zum Plotten von Daten, welche für Rasterdaten und welche für Vektordaten. Da gehen wir gleich auf den Raster-Vektor-Join ein. Es gibt hier noch die Plot-Oberfläche. Dort werden Plots, wie der Name sagte, angezeigt, damit es da auch einen Ort für gibt. Wir haben einmal das Zeitmenü, in dem man die Zeit noch ein bisschen genauer einstellen kann. Das Workspace-Menü, in dem Projekte angelegt und geladen werden können, und das Hilfemenü, welches hauptsächlich für die Provenance vom FAT da ist. Wenn man Hilfe wirklich möchte, dann kann man das im FAT Docs auch machen. Dort haben wir sowohl die Beispiele, wie dieses, was ich euch jetzt vorstelle, wie auch weitere Informationen zum FAT gesammelt. Genau. Ich würde sagen, mit dieser kurzen Vorstellung der UI fahre ich direkt fort mit der Demo. Als erstes suche ich hier die südliche Mosaikjungfrau Aeschna affinis raus und füge sie hinzu. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Das ist gewollt. Das liegt daran, dass wir halt nur einen Zeitpunkt ausgewählt haben und es werden eben nur Datenpunkte angezeigt, welche diesen Zeitpunkt überschneiden. Bei Aeschna affinis sehen wir, okay, das reicht von 1758 bis 2022. Kann man in den Metadaten jeweils immer nachgucken. Und genau, wir müssen, um mehr anzuzeigen, entsprechend die Zeit richtig einstellen. Das können wir machen, indem wir nicht nur einen Zeitpunkt einstellen, sondern einen Zeitraum und dann auf Apply drücken und dann sehen wir, oh, es wurden Daten geladen. Hervorragend. Und was wir jetzt hier machen können, wir können zum Beispiel jetzt auch durch die Jahre hindurch navigieren. Wir können aber auch den Zeitschritt weiter verändern auf zum Beispiel einen Monat und dann jeweils das Fenster immer nur um einen Monat verschieben. Genau. Aber ich bleibe mal bei einem Jahr. Die erscheint praktisch. So. Als nächstes fügen wir die Chelzer Klimatologien hinzu. Bei den Klimatologien handelt es sich um Tagesmitteltemperaturen über die letzten 30 Jahre. Klimatologien haben meistens die Klimaperiode von 30 Jahren. Allerdings orientiert sich das nicht an den offiziellen Klimaperioden, sondern ist jetzt hier von 1981 bis 2011. Genau. Das Ganze können wir jetzt hier arrangieren im Layer-Menü, damit man die Punkte wieder sieht.
Und wir können auch die Symbologie anpassen. Das heißt, wir können mal hiermit anfangen und können bei den Vektordaten zum Beispiel die Clusterierung aufheben. Das kann ja für manche Leute interessant sein, wo sich die Punkte genau befinden. Und wir können natürlich auch die Farbe ändern, also zum Beispiel auf grün. Das ist nicht mehr so gut zu erkennen, vielleicht doch lieber auf blau. Oder auch nicht, das ist auch okay. Und wir können natürlich auch die Symbolisierung bei den Raster anpassen. Dafür wählen wir hier eine Color Map aus. Ich habe mich jetzt für Magma entschieden. Dann kreiere ich die Color Map und füge sie hinzu. Witzig, das hatte ich eben auch. Der beliebte Vorführeffekt. Ja, schön. Tja, gut. Schön, dass die Demo so toll klappt. Die letzten drei Male, als ich das gemacht habe, ist das nicht passiert, beziehungsweise die 10 Male, wo ich das Beispiel vorbereitet habe und auch das Video, was ich gestern aufgenommen habe. Na komm, nicht schüchtern sein. Ja. Na, schau mal an. Na gut. Dann nochmal im Schnelldurchlauf. Das ist auch kein Problem. Vielleicht hat sich da gerade was auf der Backend-Seite getan, was wir nicht verstehen. Das ist die große Magie des Internets. Das ist aber kein Problem. So und so und so. Zack, zack, zack. Und da sind die Daten wieder. Und dann haben wir die Chelzer-Daten. Das sind diese hier. Und die arrangieren wir und wir färben die noch ein. Wir zeigen, dass das funktioniert. So. Tada. In der Theorie geht es ohne Probleme und ja, ich entschuldige mich für den Fehler. Keine Ahnung, wo der liegt. Kommen wir jetzt einmal zu einem Konzept des FATs und zwar Workflows. Ah, da müsste ich natürlich erst was mitmachen. So, genau. Am besten, wir fangen erst an mit einem Raster-Vector-Join. Das funktioniert so, indem wir den Operator auswählen und wir verschneiden die Vektorbeobachtungsdaten mit den Rasterdaten. Und das Ganze können wir noch benennen. So, und hinzufügen. Und jetzt macht es Sinn, auf Operatoren, auf das Links einzugehen. Genau. Als erstes kann ich euch zeigen in der Data Table, dass wir jetzt hier die Mean Daily Air Temperature dazu finden. Und zum zweiten kann ich euch dazu zeigen, dass es einen Workflow gibt. Dieser Workflow sieht so aus. Und er beschreibt eigentlich genau das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben hier einmal die Vektordaten, Aeschner Affinis, und wir haben die Rasterdaten, Mean Daily Air Temperature. Und das FAT hat automatisch erkannt, ach, hier wäre es sinnvoll, ein Raster Type Conversion zu machen und Raster Scaling, und das Ganze fließt in den Raster Vector Join. So. Was der Raster Vector Join an dieser Stelle macht, er nimmt die Punkte, die ja an verschiedenen Zeitpunkten in Raum und Zeit verteilt sind, und guckt für den jeweiligen Punkt sich das jeweilige nächste Raster an und joint die auf Grundlage der Position des Punktes mit dem jeweiligen Raumzeitraster. So. Das hat den Vorteil, dass man sich das jetzt auch toll angucken kann. Wir können jetzt uns ein Histogramm angucken, nämlich dieses hier, und können das Ganze visualisieren. Und wie wir sehen wir, dass die Beobachtungen vor allem so im Rahmen von 16 bis 20 Grad passiert sind. Und ich hoffe, dass das auch ein sinnvolles Ergebnis ist, denn Libellenverbreitung soll abhängig von Temperatur sein, habe ich in Recherche für dieses Beispiel herausgefunden. Ja, dementsprechend freue ich mich, dieses Ergebnis zu zeigen. Warum das jetzt jedes Mal lädt, liegt daran, dass wir praktisch eine Workflow-Logik haben. Und diese Workflow-Logik sorgt dafür, dass alles on the fly berechnet wird. Wenn ich jetzt den Bildausschnitt ändere, dann werden nur die Daten angezeigt, welche sich in dem Bildausschnitt befinden. Und entsprechend wird der Workflow erneut berechnet und das Ergebnis verändert sich. Das zählt nicht nur für die räumliche Filterung, das zählt auch für die zeitliche Filterung. Ich kann also jetzt auch genauso gut ein Jahr nach vorne gehen und diese ganze Operation passiert erneut. Und das Ganze auch relativ performant und schnell.
Das Tolle an den Workflows ist außerdem, dass sie eine feste Workflow-ID haben. Diese Workflow-ID kann man hier kopieren und dann kann man die entweder teilen, also jeder, der jetzt diese Workflow-ID hat, könnte sie bei sich hinzufügen über Add Workflow by ID. Da kann ich die jetzt hinzufügen. Und dann wird dieser Layer geladen und wenn ich mir die Lineage angucke, dann ist das wieder genau das, was wir gerade schon kennengelernt haben. So. Oder gerade schon gesehen haben, genau. Ich kann aber jetzt auch zum Beispiel mein Jupyter Notebook aufmachen und hier die Workflow-ID hinzufügen. Und dann kann ich jetzt die zeitlichen Grenzen setzen und auch die räumlichen Grenzen und auch eine Resolution, wenn ich das möchte. Nee, muss, aber ja, welche ich möchte. Und dann kann ich das Ganze ausführen und mir als GeoPandas GeoData Frame praktisch herunterladen. Und dann kann ich mit den Daten auch einfach weiterarbeiten. Und hier habe ich die jetzt mal geplottet. Das greift dann auf die Matplotlib-Bibliothek zurück und plottet dann entsprechend, ja, die Punkte im Raum. Genau. Was kann ich euch noch Wichtiges zeigen? Ich denke, was noch wichtig wäre, ist, dass man die Provenance sich auch anschauen kann, indem man sich hier Show Provenance anschaut. Und das sind dann die Belege für die jeweiligen Punkte im Workflow. Und was wir auch machen können, wir können natürlich das Layer auch herunterladen und können hier auch die entsprechenden Einstellungen vornehmen, ähnlich wie bei Python, und können die dann als Shapefile herunterladen. Genau. Und das ist im Endeffekt alles, was ich zu dieser kurzen Demo sagen kann.